Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Heute spielen wir den zweiten Teil von Hearts of Iron. Wir spielen ja die Sowjets und sind stark unter Bedrängnis. Die Deutschen greifen uns an, aber auch die Italiener. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ruder herumreißen können. Die südliche Armeegruppe sieht ganz gut aus. Die Heeresgruppe im Westen dagegen nicht so. Wir haben diesen einen General im Norden stationiert, der die Deutschen abhalten sollen, dass sie einen Sichelschnitt über den machen. Ich versuche dabei mit der südlichen Armee hier vorzustoßen. Mal schauen, ob wir über Süden reinkommen. Irgendwie kommt mir vor, dass die Musik manchmal zu leise ist und die Soundeffekte zu laut. Eine unserer Hauptprobleme war, dass wir zu wenig Waffen produzieren. Wir haben eigentlich von allen zu wenig. Ja, die Deutschen rücken immer weiter ins Hauptland vor. Meine Armee hier ist schon ziemlich geschwächt. Ich habe ja auch schon zu wenig Soldaten drin. Mein Problem ist, dass ich hier Italien nicht so schnell unter Kontrolle bekomme, wie ich das bräuchte. Ich habe zwar genug Männer, aber ich habe zu wenig Waffen. Und die Verbündeten geben mir keine Waffen. Das ist auch interessant, ich frage hier um Waffen an, ich bekomme sie auch. Und dann ziehen sie wieder zurück. Okay. So, die Italiener haben wir fast. Wäre gut, wenn ich diese Armeegruppe hier frei bekomme. Dann könnte ich die hier in Süden reinwerfen und den Deutschen den Schnitt nehmen, die Versorgungslinie.
Vielleicht kann ich mich mit Österreich-Ungarn verbünden. Wir haben jetzt ein paar Waffen bekommen von Tanu Tufa, was wir gerade annektiert haben. Das bedeutet, die Armeen müssten jetzt eigentlich mit Munition und Waffen wieder ausgerüstet werden. Eine klassische Infanteriearmee hat im Moment ja, zu wenig Waffen. Bekommt jetzt aber dann gleich wieder ausgerüstet. Sehr gut, wir haben jetzt die italienische Armee eingekesselt. Das kann nur gut sein. Perfekt. Sehr, sehr gut. Perfekt. Wir bekommen derzeit mehr Waffen, als was wir verbrauchen. Das ist sehr wichtig. Als nächstes muss ich schauen, dass wir mehr Panzer bekommen, aber auch mehr LKWs. Ah ja, wir greifen die Niederlande ein. Perfekt, wir haben stärkere Waffen erforscht. Sehr gut. Wow, jetzt sind wir aber wirklich stark vorgestoßen hier. Mal schauen, ob wir Türkei als Freund bekommen. Wir nehmen gerne Waffen von den Vereinigten Staaten. Und jetzt treiben wir die Italiener hier völlig retour. Ich hoffe, dass das noch schneller geht. Wir brauchen dringend Verstärkung hier an der Front, weil ich denke, es wird bald mal zusammenbrechen.
Wir verlieren hier auch schon Fabriken. Apropos Fabriken, bauen wir mal welche. Ah, verdammt, die Deutschen brechen ein. Das ist nicht gut. Das heißt, wir halten hier. Ich nehme noch einen General raus. Und weise diesen General jetzt hier diesen Frontabschnitt zu. Und lass ihn hier jetzt reinkämpfen. Hoffentlich haut das hin. Gut, ich hab's halbwegs unter Kontrolle. Wo will der hin? Interessant. Gut. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Der muss aufgehalten werden. Komm, komm, komm. Na, komm, 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 komm. Sehr gut. Perfekt. Okay, Leute. Ihr bildet jetzt gleich mal hier einen neuen Marschall. Diese Befehle alle
Warum bist du da drin? Sehr gut. So, die Waffenproduktion passt wieder halbwegs. Wir brauchen dringend LKWs. Wenn das mit den Niederlanden so weitergeht und mit den verbündeten Einheiten hier, könnten wir das Deutsche Reich aufhalten. Man weiß ja, Zwei-Fronten-Krieg ist für die Deutschen nicht so gut.
So. Also an Waffen scheitert es nicht mehr. Da haben wir jetzt Gott sei Dank genug. Nehmen wir gern. Ich 8 neue Truppen ausheben kann. Und zwar damit ich diesen General hier wieder auffüllen kann. Und dann nochmal 4 für diesen General. Und dann nochmal 4. Für diesen General. Naja, zu dem Amerika, dem Deutschen Reich, des Krieg erklärt. Ich rüste hier einfach jetzt meine Generäle noch weiter aus. Ah, dafür brauchen wir. Mehr von diesen roten Telefonen. Gut. Wie sieht denn meine Truppen aus? Ja, das passt schon. Sind die auch wieder aufgefüllt?
Dann schauen wir mal, ob wir jetzt einen Gegenangriff machen können. Ich nehme jetzt einfach hier meinen Marschall und möchte, dass ihr alles wieder einnehmt von Leningrad. Und dann geht's schon los. Hier von meinen ehemaligen Gebieten bekomme ich auch wieder Fabriken. Und dadurch kann ich dann auch wieder mehr bauen. Was ja auch einen gewissen Reiz hat. Los Leute, nehmt Leningrad ein, das ist wichtig. So, jetzt hat sich bei Japan was getan, schauen wir mal schnell hin. Ach ja. Die kommunistischen Japaner haben gewonnen. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem kommunistischen Japan jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem kommunistischen Japan ein Bündnis eingehen können. Die Rückeroberung meiner Gebiete sieht sehr, sehr gut aus. Perfekt. Ja, ich bekomme ja auch immer mehr Fabriken. Sieht sehr gut aus.
Perfekt. Jetzt haben wir die deutschen Truppen eingeschlossen. Besser geht's nicht. Ah, perfekt. Jetzt haben wir Italien besiegt. Und jetzt geht's an den Gegenangriff. Ich denke, das wird gut ausgehen. Ja, jetzt wollen die Österreicher natürlich noch ein Stück vom Kuchen abhaben, ist klar. Jugoslawien ist ja schon geschwächt.
Für uns sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich denke, Deutschland wird bald kapitulieren. Die Nachkriegsordnung wird auf jeden Fall interessant. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt geht es darum, dass wir so viele Gebiete einnehmen, wie es nur möglich ist, weil für die Nachkriegsordnung, sobald Friedensverhandlungen laufen, brauche ich die Punkte, damit ich halbwegs gut dastehe. Gut, dann haben wir das mal hier befreit. Schau mal, dass ich mit diesen Truppen zurückkomme. Und das Deutsche Reich hat kapituliert. Wir sehen jetzt, dass es jetzt um die Nachkriegsverhandlungen geht, wer welche Gebiete bekommt. Es geht im Prinzip um alle diese Gebiete hier. Ich habe am meisten Punkte und danach gleich das Vereinigte Königreich. Jetzt schauen wir mal, dass ich hier ein paar Punkte, ein paar Gebiete bekomme. Ich nehme mal, was ich mir denke, was ich gerne hätte. Beziehungsweise was mir zusteht. Mal das hier. Nehmen wir
Ich hätte gern Gebiete mit Rohstoffen. Ich möchte aber auch nicht, dass meine Landkarte hier irgendwie komisch aussieht, ganz ehrlich. Ja, viel mehr wird es nicht geben.
Gut, Leute, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, der zweite Teil hat euch gefallen, wie wir mit den Sowjets doch noch zum Sieg gekommen sind. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo und auch über eure Kommentare. Wenn es euch wirklich gefallen hat, schreibt es ruhig rein. Ich könnte ja noch hier ein drittes Gameplay und Let's Play machen und versuchen, mit den Sowjets die Türkei und das neue Deutschland und Frankreich einzunehmen. Ja, mal schauen, ob das noch passiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen nochmal und wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.